Heilige Maria, bitte für uns. Heilige Gottes Gebärerin, bitte für uns. Heilige Jungfrau aller Jungfrauen, bitte für uns. Mutter Christi, bitte für uns. Mutter der göttlichen Gnade, bitte für uns. Du weise Mutter, bitte für uns. Du falscheste Mutter, bitte für uns. Du ungeschwächte Mutter, bitte für uns. Du unbefleckte Mutter, bitte für uns. Du liebliche Mutter, bitte für uns. Du wunderbare Mutter, bitte für uns. Du Mutter vom guten Raum, bitte für uns. Du Mutter des Schöpfers, bitte für uns. Du Mutter des Erlösers, bitte für uns. Du weiseste Jungfrau, bitte für uns. Du ehrwürdige Jungfrau, bitte für uns. Du lobwürdige Jungfrau, bitte für uns. Du mächtige Jungfrau, bitte für uns. Du gütige Jungfrau, bitte für uns. Du betreue Jungfrau, bitte für uns. Du Spiegel der Gerechtigkeit, bitte für uns. Du Sitz der Weisheit, bitte für uns. Ursache unserer Freude, bitte für uns. Du geistliches Gefäß, bitte für uns. Du ehrwürdiges Gefäß, bitte für uns. Du gottheitliches Gefäß der Andacht, bitte für uns. Du geistliche Rose, bitte für uns. Du Turm Davids, bitte für uns. Du Elfenbeine Natur, bitte für uns. Du goldenes Haus, bitte für uns. Du Arche des Bundes, bitte für uns. Du Vater des Himmels, bitte für uns. Du Morgenstern, bitte für uns. Du Heil der Kranken, bitte für uns. Du Zuflucht der Sünder, bitte für uns. Du Tröster in der Betrübten, bitte für uns. Du Helferin der Christen, bitte für uns. Du Königin der Engel, bitte für uns. Du Königin der Patriarchen, bitte für uns. Du Königin der Propheten, bitte für uns. Du Königin der Apostel, bitte für uns. Du Königin der Märtyrer, bitte für uns. Du Königin der Bekenner, bitte für uns. Du Königin der Jungfrauen, bitte für uns. Du Königin aller Heiligen,
König ohne Makel der Erbsünde empfangen. Bitte für uns, du Königin des heiligen Rosenkranzes, bitte für uns, du Königin des Friedens, bitte für uns. O du Lamm Gottes, dass du in Weg nimmst die Sünden der Welt, verschone uns, o Herr. O du Lamm Gottes, dass du in Weg nimmst die Sünden der Welt, erhöre uns, o Herr. O du Lamm Gottes, dass du in Weg nimmst die Sünden der Welt, erbarme dich unser. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Pater noster, qui et in soli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, viat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentation, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei et Mater Nostra, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Unter deinem Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesgebärerin. Verschmäh nicht unser Gebet in unseren Nöten, sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren. O du glorwürdige und gebenedeite Jungfrau, unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin, versöhne uns mit deinem Sohne, empfiehl uns deinem Sohne, stelle uns vor deinem Sohne. Bitte für uns, o heilige Gottesgebärerin, auf dass wir würdig werden der Verheißungen Jesu Christi. Wir bitten dich, o Herr, du wollest deine Gnaden in unsere Herzen eingießen, damit wir, die wir durch die Botschaft des Engels die Menschwerdung Christi deines Sohnes erkannt haben, durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung geführt werden, durch denselben Christus, unseren Herrn. Amen. Bitte für uns, o heiliger Josef, auf dass wir würdig werden der Verheißungen Christi. Wir bitten dich, o Herr, lass uns durch die Verdienste des Bräutigams deiner allerheiligsten Gebärerin geholfen werden, damit, was unser Vermögen nicht erlangen kann, uns auf seine Fürbitte hingegeben werde, der du lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die Liebe fliegt mir bei.
Eine Augsburger Gebetsgruppe bei Sieglinde in Busenbach am 23.08.2012. Großer Freude habe ich eure Weihe angenommen. Ich danke jedem Einzelnen. Ich danke dir, mein treuer Sohn Thomas. Du hast die Herzen meiner Kinder wachgerüttelt, denn Satan tobt wie noch nie. Aber ihr, ich gehe ihre Herz ganz weit auf, rostet sie. Aber ihr, liebe, treue Kinder, ihr seid meine Treuen. Ihr alle seid schon mit goldenen Buchstaben in meinem unbefleckten Herzen eingeschrieben. O Mutter Gottes, wir danken dir. Ich danke auch euch, liebe Kinder, weil ihr die Treue so bewahrt und immer noch weiterhin bewahrt. Ich freue mich über euch. Ja, ich freue mich.
Mein Sohn freut sich mit mir und schaut jedem in seine tiefe Seele hinein und möchte euch alle reinwaschen mit seinem kostbaren Blute. Er hat dann den letzten Tropfen seines kostbaren Blutes für jeden Menschen, der guten Willen ist, vergossen. Und nun, liebe treue Kinder, ja auserwählte Kinder, heute, jetzt kommt der ganze Scharengel, heute werdet ihr von eurer himmlischen Mutter mit viel, viel Gnaden geschmückt und geziert. Ich bin die Königin, ich bin die Königin des Himmels und der Erde. Ich bin auch eure Königin und ihr alle seid meine Königssöhne und meine Königstöchter. Und heute empfängt ihr vom unbefleckten Herzen Marien die Liebesflammen. Die Liebesflammen kommen aus meinem tiefsten Herzen und fallen, die Engel dürfen sie über euch streuen. Freut euch mit mir, freut euch mit mir, ja, freut euch mit mir. Aber ich brauche auch dringend eure Gebete. Bevor der Triumph meines unbefleckten Herzens beginnt und euch alle erfreut, darum brauche ich noch dringend eure Gebete. Was ich euch in Fatima versprochen habe, das wird sich alles erfüllen. Glaubt und vertraut eurer himmlischen Mutter und Königin. Jetzt gehen zwei, drei Engel her und gehen aus ihrem Herzen wunderschöne Liebesflamme, richtige Flamme rausholen und die tun sie über uns streuen. Jede Liebesflamme, sagt Mutter Gott, ist gefüllt mit meiner Liebe und mit meiner großen Barmherzigkeit. Ich bin doch die Mutter der Barmherzigkeit. Habt Vertrauen, liebe Kinder, habt Vertrauen. Habt Vertrauen, ich bin immer bei euch und mein Sohn ist auch bei euch. Wir verlassen euch nicht. Jesus, lauter Liebesflamme, holen die Engel aus dem unbefleckten Herz raus. Wenn ich jetzt so in ihre Herzen schaue, das ist wie ein Ozean, ganz tief. Oh, Mutter Gottes, wir danken dir und wir lieben dich und wir lieben auch deinen Sohn. Ja, wir freuen uns. Jetzt kehrt Engel auf, jetzt sagt Mutter Gottes, jetzt alle Engel nieder. Jetzt sagt Mutter Gottes, ich segne euch alle mit übergroßem Maß des Segens, mit meiner Liebe und mit meiner großen Barmherzigkeit. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich danke euch noch einmal. Ja, ich danke euch noch einmal. Ich danke euch noch einmal. Es geht ihr Herz zu. Und jetzt sehen Engel stehen auf. Jetzt verneigen sie sich ganz tief. Jetzt geht Bild weg. Mutter Gottes, wir danken dir von ganzem Herzen. Danke, Maria.
10. September, Busenbach, Gedenktag der heiligen Hildegard von Bingen. Und das war die Priester. Und die hat genau ein schneeweißes Kleid auf und ihre himmelblaue Mantel. Da kommen da ganz viele Engel und verneigen sich ganz viel. Liebe Kinder, heute komme ich mit großer Freude zu euch. Wenn ich euch so anschaue, dann lacht mein unbeflecktes Herz. Liebe Kinder, liebe treue Kinder, ihr habt meinen Sohn und mir Dornen aus unseren Herzen gezogen. Dafür danke ich euch. Ich danke euch, liebe Königskinder. Ich danke euch. Ja, ich danke euch. Mein Sohn war voller Freude, als ihr ihm eure Hingabe geschenkt habt. Ich als Mutter und Königin rufe euch jedem Einzelnen zu. Kommt immer wieder am Montag zum duftenden Herzen meines Sohnes. Mein Sohn wartet mit großer Sehnsucht auf euer Kommen. Halte die Treue, und wenn es auch manches Mal ein Opfer ist, halte die Treue zu meinem Sohne. Ich als Mutter und Königin, es geht ihr Herz auch ganz weit. Ich als Mutter und Königin darf euch heute mit meiner Liebesflamme beschmücken und zieren. Meine Engel holen aus meinem Herzen Liebesflamme, die über euch ausgegossen werden. Mein Sohn hat euch weiße Gnaden geschenkt. Die weiße Gnaden erinnert euch an eure Taufunschuld. Und ich als Mutter und Königin darf euch meine Liebesflammen schenken. Es ist heute ein großer, wirklich großer Gnadentag. Und Pater Manni ist unter euch. Auch er wird hier beschenkt mit viel, viel Gnaden. Und ich gucke nur ganz überall um. Ich schaue jedem in eure Augen und frage, ganz leise frage ich euch, bleibt ihr wirklich in der Liebe zu meinem Sohn? Ja, Mutter Gottes, das sagen wir. Sagen wir ganz herzlich ja. Ja, Mutter Gottes, das machen wir. Ich werde es. Ich nehme eure Hingabe mit großer Freude an und trage sie dem dreifaltigen Gott dar. Über euch, über jeden von euch, ist große Freude, wenn ich diese Hingabe zum Himmel, wenn ich zum Himmel emporsteige, bringe, so sagt.
Sieh, Ihre Herr, die schon die ganze Zeit so offen für das lange Ding, genau wie beim Heiland und Gießen. Heute sind es ganz kleine Liebesblümchen. Wie so kleine Birnen, ganz klein. Ach Gott, ist das schön. Alles voll mit lauter Blümchen. Leuchtend in dem Zimmer ist ganz hell und mir sind ganz hell. Muss meine Augen zumachen, so blendet. Mutter Gottes, die Gnade hat mir nicht verdient. Liebe Sieglinde, ihr habt die Gnade verdient, sind eure langen Jahre, die ihr immer wieder die Treue gehalten habt, werden heute belohnt. Auch dein Wirken, liebe Sieglinde. Ist im Himmel leuchtende Sonne. Leuchtende Sonnenstrahlen steigen zum Himmel auf, weil du immer deine Haustür weit, ja ganz weit öffnest. Heute danke ich dir vor der ganzen Gemeinschaft. Es darf jeder von euch hören, wie ein großes Werk eure Sieglinde von meinem Sohn ausgetragen bekommen hat. Und sie erfüllt den Auftrag aus Liebe zu meinem Sohn. Oh, ist heute noch mehr, liebes Lama. Ach Gott, ist das mal schön. Liebe Kinder, ich schenke euch heute meinen großen mütterlichen Segen. Und meine Liebe durchglüht eure Herzen. Es ist heute ein ganz herzliches, inniges Dankeschön für eure Treue. So segne ich euch und alle eure Lieben und alle, denen ihr Gebet versprochen habt. Und die auf euer Gebet warten, segne ich alle und ganz besonders euren heiligmäßigen Papst, für den ihr so viel gebetet habt. Und jetzt ist er wieder im Vatikan. Mit großer Freude macht er seine Arbeit weiter. Ich rufe aber jedem von euch zu, betet weiter für ihn. Er braucht und wartet auf eure Gebete. Und nun segne ich euch alle. Jetzt kommt aus ihrem Herzen, jetzt kommen lauter Sternlein aus ihrem Herzen raus. Vorher waren es kleine Blümchen, lauter Sternlein. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Heute ist für euch alle ein großer Gnadentag. Ja, ein großer Tag, ein Gnadentag für euch alle. Geht ihr zu Beginn? Es steht Engel auf. Ich danke jedem persönlich für die Liebe, die ihr immer meinem Sohn und mir schenkt. Ich danke euch. Ich danke euch, ich danke euch, ich liebe euch, oder Gottes, wir lieben dich auch. Ich liebe euch, ich liebe euch. Geht ihr Herz zu, und es verneigt sich, ich kann es nicht. Jetzt geht's bitte.